Das ist unser heutiger Aufstieg, Leute. Der ist richtig hart. Sagen wir ganze 50 Höhenmeter. Nils, was meinst du, schaffen wir das? Ich habe schon geguckt, da unten wäre ein guter Zeltplatz. Ja, oh Gott, wir können auch da schlafen. Wir können Stopp machen und morgen den restlichen Aufstieg. Wie spät haben wir es? Basiscamp. Wir haben noch vier Stunden, fünf Stunden fürs Laufen. Ja, vier Stunden. Und wie viele Kilometer haben wir noch? Also vier. Oh Gott, ob wir das heute schaffen. Wir haben jetzt 22 Kilometer durch, haben einen super, super geilen Schlafplatz gefunden, sind gerade am Nudeln kochen. Hier ist so ein nettes Pärchen, also Vater und Tochter, mit denen wir gerade super nett ins Gespräch gekommen sind. Die sind jetzt am Angeln. Vielleicht fangen sie was, dann bringen sie uns was mit, haben sie gesagt. Pennen hier in so einem coolen Shelter. Und genau, morgen 25 Kilometer, dann eine ganz normale Tagesetappe. Guten Morgen, Leute. Ein neuer Tag beginnt und am neuen Tag müssen wir schon was Schlechtes mitteilen. Unsere Kekspackung wurde aufgegessen. Aber der Pfadfinder teilt, ja. Richtig geil, hier lang zu gehen. Jawohl. Moin Leute. Ja, jetzt erwischt ihr uns natürlich hier schon ganz spät abends. Ganz privat. Ganz privat, ja natürlich. Wir sind heute 26 Kilometer gelaufen und noch plus, also 26 Kilometer auf dem Bohusläden plus 3 Kilometer Umweg, weil wir noch einen kleinen Supermarkt mitgenommen haben, weil wir uns gedacht haben, wir hätten Bock auf ein bisschen frisches Gemüse. Und ein paar Gnocchis. Genau. Und da hatten wir dann nochmal den kleinen Schlenker. Wir sind jetzt bei Kilometer 48. Ansonsten geht es uns eigentlich gut. Wir sind fit. Beine laufen. Kopf läuft auch. Unfair to me. Nothing gets backwards. The way that you treat me is unfair. Unfair to me. Nothing gets backwards. The way that you treat me.
treat me, it's unfair, unfair to me. Ja, moin, Leute. Wir sind heute früh aufgestanden, 6 Uhr ungefähr. Und sind jetzt schon 7 Kilometer unterwegs. Wollen dann bald Frühstück machen, bei 10 Kilometern ungefähr. Heute haben wir vor, 30,5 Kilometer zu machen, knapp. Bisher sind wir echt ganz, ganz viel Forstweg gelaufen. Also auch mal was ganz Abwechslungsreiches hier auf den Bohusläden. Sonst sind wir eigentlich fast nur Wald gelaufen. Genau, mal wieder ein schöner See hier im Hintergrund. wie so viele. Genau, das haben wir heute vor. Viel Spaß, bis heute Abend. Backwards, the way that you treat me, it's unfair, unfair to me. Nils wollte seine Unterhose trocknen, hat nicht so gut funktioniert. Get out of here. We'll find us another year where life doesn't beat us up and we'll never be down. Wir haben's geschafft. I'll have a toast for you. We'll drink to the time we knew and laugh about how long ago it feels. I don't care if we take a bus. The only thing we need is us and Leute, also heute ist der vierte Tag vom Bohusläden. Gestern lief richtig gut. Wir haben echt eine ordentliche Strecke geschafft. Heute haben wir 35 Kilometer vor uns, damit die längste Strecke vom Bohusläden. Mal gucken, wie es läuft. Die 35 Kilometer kommen zustande, weil erst bei 35 Kilometern eine Schutzhütte ist, die wir uns ausgesucht haben. Und genau, wir sind jetzt schon 8, fast 9 Kilometer gelaufen vorm Frühstück. Genau. Laufen aber noch 7 weitere vorm Frühstück, sodass wir auf 16 Kilometer kommen und dann frühstücken und dann den restlichen Tag uns relativ gemütlich einteilen können. Das Ganze machen wir auch vor allem deshalb, weil es einfach heute Mittag und heute Nachmittag relativ warm ist. Genau. I'll help you pack your bags. Don't worry about those rags, cause I can replace them with something a little nicer. We can stay anywhere, we'll figure it out without a care, just you and me. Jo, Nils, alles klar bei dir? Hä? Oh, du filmst schon wieder? Ja. Boah, soll ich was sagen? Ja. Ach so, yo, wir haben so die Hälfte des Bohuslebens jetzt geschafft. 95 Kilometer durch und heute stehen noch auf unserem Plan 19. Ja. Jo, Tag 4. Das ist so das Tempo, in dem es angenehm ist. Und das ist so das Tempo, das wir laufen müssen. Das wir heute noch angehen. 30 Kilometer durch. Und wir beide sind sehr fertig, muss ich sagen. Und haben jetzt noch 5 Kilometer. Aber die tun schon ziemlich weh. Das ist die Übernachtung für heute. Wir sind endlich angekommen. Verdammt noch mal hier. Ah, Tammo. Hi, ach du auch hier. Du auch schon angekommen. Ich bin schon länger hier. Wie lange bist du denn schon hier? Schon 2 Minuten. 2 Minuten? Mhm. Boah, so lange bin ich noch nicht hier. Hast du mich verloren auf dem Weg? Irgendwie bist du wohl abhanden gekommen. Aber ich habe mir gedacht, der Pfadfinder, ne, der findet den Weg. Ja, wir sind 35 Kilometer durch. Oh Gott. Und sind auch selbst durch. Wir sind komplett fertig. Aber haben 35 Kilometer geschafft und haben eine richtig, richtig nice Schutzhütte heute. Also in diesem Bett hier schläft natürlich keiner von uns, weil das irgendwie für Minimenschen gemacht ist. Die nächsten Tage werden ein bisschen ruhiger. Wir haben es geschafft. Schlafen wir mal ein bisschen länger, vielleicht bis 7. Genau. Wir haben eigentlich immer noch richtig Bock. Ja. Wenn die Füße wollen. Bock ist noch da.
Schöne Grüße aus Schweden! Hey Leute, ne? Oh, ist mega nice hier. Nach der 35-Kilometer-Tour. Oh ja. Hier sich jetzt einfach in den See zu hauen. Es ist mega geil. Wir haben heute quasi unseren Pausentag. Wir sind heute nur 23 Kilometer unterwegs, die schön entspannte Tour. Nachdem wir gestern 36 Kilometer gelaufen sind und doch unsere Füße echt schwer sind, sind wir heute 17 Kilometer bereits jetzt unterwegs und haben dann noch 5, und ein bisschen bis zum Abendbrot. Jetzt gerade gibt es hier Mittag, lecker Brote und wir springen gleich nochmal ins Wasser rein. Also Tag 5 ist zu Ende, mit leider echt enttäuschenden Nachrichten. Oh, ja. Wir hatten bei 23 Kilometern ja eine schöne Schutzhütte geplant, so wie die letzten Tage. Ja, die Schutzhütte existiert einfach nicht. Vielleicht ein Felsspalt, mir auch nicht. Keine Ahnung, aber wir haben einen nice anderen Spot gefunden. Wir müssen auch allgemein, vielleicht insgesamt mal sagen, das Wetter ist richtig gut bisher gewesen. Ja. Also wirklich, wir haben richtig, richtig Glück gehabt mit dem Wetter. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich zeige einmal in die Richtung, da hinten sehen wir schon Strömstad. Unser Ziel für übermorgen. Luftlinie, wahrscheinlich keine 30 Kilometer. 20 glaube ich oder so, ja. Vielleicht 20. Ja. Aber von der Strecke her haben wir noch 47 Kilometer vor uns. Heute ist ja der zweite Pausentag, den wir machen. Wir laufen heute 17 Kilometer. Wir sehen also, da hinten ist Strömstad und wir sehen hier super, super, super viel. Und das Witzige daran ist, dass wir nicht auf 800 Metern Höhe sind oder so, sondern nur auf 190. Und es sich trotzdem anfühlt, als wären wir deutlich höher. Ja. Entschuldigen Sie. Ja. Laufen Sie gerade auf dem Bosleben? Ja, ja, woher wissen Sie das? Ja, ich bin hier auch unterwegs, ganz zufällig. Cool. Ja, mega cool. Ich war gestern auch auf dem Bosleben unterwegs, nur 17 Kilometer allerdings. Aber gestern Abend habe ich drei richtig coole Typen getroffen. Joel, Christian und Julian. Grüße gehen natürlich raus. Ja, war richtig witzig mit euch und mit den Jungs am See. Wir haben dann noch ein bisschen Karten gespielt, uns das Essen geteilt. War ein richtig cooler Abend. Heute Nacht hat es megamäßig geregnet.
sure your mind is taken and you're finally at ease. I can forgive this one. All you have is wants, but you take just all you need, you're sunk. Ich würde sagen, wir sind fast durch. Wir sind jetzt 180 Kilometer gelaufen und hinter mir liegt einmal Strömstadt. Strömstadt ist jetzt noch so 8 Kilometer oder so entfernt. Heute haben wir so 22 Kilometer gerockt, ging runter wie Butter, würde ich sagen. Und einmal in die Richtung liegt unsere Schutzhütte. Die Schutzhütte ist auch ziemlich nice, sehr komfortabel, wie man es so kennt von Bootsläden. Und ja, die teilen wir dann noch mit zwei anderen Wanderern, aber das ist ja kein Problem. Another face, it's got to be my only. Moin! Wie ihr sehen könnt, hinter mir sind wir jetzt an der Nordsee angekommen, also sind wir auch ins Strömstad angekommen. 191 Kilometer liegen hinter uns auf den Bootsläden. Damit haben wir jetzt 7,5 Tage durch. Wir machen uns jetzt heute noch einen schönen Tag hier in Strömstad, haben hier eine Unterkunft für heute und fahren dann morgen Abend ganz, ganz spät mit dem Flixbus wieder nach Deutschland zurück. Alles klar. Auf und out. And I've got tickets to a winding road. The place I go, I'll always be alone. I'm sick of this. Sick of all the people I've ever known. I've got tickets to a winding road. The road's so long, you'll never find your home. I'm sick of this. Sick of all the